Guten Morgen. Heute übernimmst du den TGV 9576 von München Hauptbahnhof nach Paris Est bis nach Augsburg mit einem Zwischenhalt in München-Pasing. Da dein Zug nicht die passenden Sicherungssysteme wie LZB und PZB besitzt, musst du besonders auf die Signale achten. Öffne die Türen, mache den Zug abfahrbereit und es kann losgehen. Die Ankunft in Augsburg ist fahrplanmäßig um 9:16 Uhr. Und damit begrüße ich euch recht herzlich hier aus München. Wir fahren heute mit unserem TGV Duplex in dieser Carmillon-Lackierung und stehen hier gerade in München. Die Türen haben wir schon aufgemacht und springen mal in den Führerstand. Alles andere machen wir gleich. Und zum Szenario und so weiter und so fort werde ich alles weitere gleich noch erklären. So, Türen können wir zwar schon verriegeln, aber das machen wir gleich erst. Gehen wir hier auf Geschwindigkeitsvorgabe und wählen jetzt erstmal die 40 km/h aus. So, Stromabnehmer wählen normal. Wechselstrom passt, glaube ich. Denke ich mal. Mikrofon klappt, sehr gut. Leistungsschalter. Leistungsschalter schließen. Zack. Aufgerüstet abstellen. Hauptschalter ist aktiv. Instrumentenbeleuchtung machen wir an, Hecklichter machen wir an. WACMA-Test brauchen wir nicht. Das passt alles. Neutrale Bremse hier vorne. Instrumentenbeleuchtung machen wir uns noch, drehen wir uns noch ein bisschen auf. Scheibenwischer brauchen wir nicht. So, dann machen wir uns hier noch die Lokführerpultbeleuchtung erstmal an. Gehen auf das normale Licht. Dann hier unten. Korridorlicht brauchen wir nicht, aber ich hätte gerne, naja, nicht Sanden. Hier genau, ein bisschen Instrumentenbeleuchtung da. Und auch hier. So, dann machen wir die Türen links zu. Fahrtrichtung ist, wenn da ist, in Vorwärtsstellung. Bremsen sind noch angezogen. Ja. Jetzt hau auf mich hier. Wir gucken uns noch ganz kurz mal um hier in München Hauptbahnhof. Also hier stehen wir mit unserem TGV. Offensichtlich. Hier vorne hat es noch eine Baureihe 101 hingeschafft. Und hier noch unser ICE in Regenbogenlackierung. So, dann wollen wir nicht weiter Zeit verschwenden und dann würde ich sagen, mit etwas Glück können wir fahren. Können wir nicht. Warum können wir nicht fahren? Ach so, okay, ist ja auch klar. Wir müssen die Bremse lösen. So, jetzt müsste es aber klappen. Jawohl, wir rollen. Ich glaube, das Licht können wir auch wieder hier ausmachen. Ja, das ist ein bisschen angenehmer. So, wir haben natürlich keine LZB, keine PZB hier an Bord. Dementsprechend müssen wir schön vorsichtig fahren. Im Hochgeschwindigkeitsbereich werde ich dann wieder hier das HUD häufiger einblenden, weil, wie gesagt, normalerweise werden wir dann ja LZB geführt. Und da wir aber keine LZB hier haben, wird das HUD eingeblendet. So, uns gegenüber, hoffentlich geht es hier nach rechts. Ja, und ab hier gilt dann die 130. Nämlich ab hier.
überhaupt die Lichter im Zug an? Können wir die überhaupt anmachen? Ich weiß es nicht. So, ich denke mal, ab dem Signal da vorne werden wir dann beschleunigen können. Der Kollege hier wartet auf uns. Nach München Hauptbahnhof geht es. Und hinten dran eine Baureihe 112. So, dann gehen wir mal mit dem Geschwindigkeitsfehler hoch auf die, was war das denn noch gleich jetzt? 130. Wir halten in Pasing, nicht vergessen. Vier Kilometer bis dahin. Und hier kommt doch schon die nächste 423 entgegen. Und dahinter schon noch eine. Ja, das Szenario ist aus dem RailSim-Forum von Tom Fresco. Der Link dazu. Wie zu erwarten in der Videobeschreibung. Bisher macht es sehr, sehr viel Spaß. Hier ist sehr viel KI-Verkehr verbaut. Das ist super cool gemacht. Aber das kennen wir ja von seinen Szenarien. Ich habe hier ein bisschen hier und da was ausgetauscht an Repaints. Abbremsen auf 60. Jawohl, 60 sind erreicht. Hier eine Baureihe 112. Wir würden hier natürlich jetzt PZW wachsam drücken. Hier hatten wir dieses Signal wieder 60 km/h mit Ankündigung auf 60, wo ich mich schon mal gefragt habe, ist das echt? Also ist das, kann so ein Signal wirklich in Realität auftauchen? Mir erschließt sich nicht so recht der Sinn hinter diesem Signal. Ich meine, wir fahren ja schon 60. Warum muss die 60 nochmal angekündigt werden? Ich glaube nicht, dass dieses Signal so existiert, oder? Aber wenn es jemand besser weiß, ich habe ja gemerkt, die ein oder anderen Lokführer schauen und Lokführerinnen schauen hier noch zu. Also wenn hier einer Bescheid weiß oder jemand, der auch sonst sich gut mit Signaltechnik auskennt, dann gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich freue mich da immer sehr, wenn irgendjemand da etwas zu sagen hat, wo man wirklich auch was davon dann lernt. Das ist schon ganz cool. So, erstmal gehen wir voll mit der E-Bremse rein und dann ganz zum Schluss werden wir noch ein bisschen mit Luftdruck nachhelfen. Hier in Pasing. Wir fahren mal ganz vor bis zum Signal, weil wir eine Doppeltraktion haben.
Na, komm schon. So. Und Türen auf. Wir gucken uns mal hier kurz mal um. In München, hier haben wir die 423. Gucken uns mal in unserem schönen Zug hier um. Zuglichter sind offensichtlich an. Ach, der TGV ist so schön von innen. Einfach nur herrlich. Also hier auch mal so eine Folge als Fahrgast. Habt ihr da Interesse dran? So auf München, auf Marseille Avignon. Das wäre schon echt nice, oder? So, Türen zu. Aha, was machst du denn hier? Ein schöner Screenshot, oder? Genau ihre Richtung. Das werde ich wohl auch hoffen. So, Bremsen lösen. Bis hier vorne die Nadel auf die 5 Bar geht. Und auf geht's. Ach, hier ist so viel los. Wow. Generell freut es mich immer sehr, wenn jemand in den Kommentaren noch mal reinschreibt und sich vielleicht auch irgendein bestimmtes Szenario mal wünscht oder irgendeinen bestimmten Zug. Für sowas bin ich immer so offen. So, dann sind wir gleich draußen aus dem Speckgürtel von München und machen uns dann auf den Weg nach Augsburg. Ich habe bei dem Szenario ein paar der Repaints verändert, habe ich glaube ich schon zu Anfang erzählt. Also wird uns hier tendenziell so ein bisschen was entgegenkommen, was so nicht geplant war, ursprünglich vom Szenario-Autor. Also die 112 hier zum Beispiel, da weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, ich habe die nicht eingestellt, dieses Repaint. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das vom Szenario so war oder ob das dann doch automatisch so gekommen ist. Keine Ahnung. Ach ja, der TGV. Beim letzten Video habe ich ja, glaube ich, schon mal erklärt, dass der TGV, glaube ich, so der Zug ist, den ich eigentlich tatsächlich am liebsten fahre im Transam World, weil einfach weil der so ultra angenehm zum Fahren ist. Weil er richtig schön aussieht, schön klingt. Der Führerstand ist so total markant. Nicht so einheitsbreimäßig wie die Trax-Loks, die auch super sind, gar keine Frage, aber ich bin ja mehr so ein Fan von Oldschool. Ich freue mich schon, wenn die erste Lok
Ich freue mich schon, wenn die erste Lok mit deutschem Einheitsführerstand es auch mal ins Spiel schafft. Das wird richtig cool. Welcher das wohl sein wird? Gut, angekündigt ist jetzt erstmal nichts. Das altbauigste, was uns noch erwartet, ist aktuell zumindest die 420 von Transom Germany, auf die ich mich extremst freue. Aber sonst steht da bisher nur Modernes auf dem Plan, beziehungsweise was deutsche Strecken und Züge angeht, steht aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos noch gar nichts fest. Also im Sinne von weder die nächste Strecke noch die nächsten Züge bzw. Fahrzeuge, die kommen. Aber die nächste deutsche Strecke, so hier ab hier wäre LZB, dann lassen wir kurz mal das HAT an und gucken, auf was jetzt gleich das HAT springt, vermutlich auf 200, oder? Ja. Dann gehen wir mal hoch auf die 200. Aber in Kürze wird ja jetzt die nächste deutsche Strecke auch sicherlich bekannt gegeben. Meinen Favoriten kennt ihr ja, also zumindest diejenigen, die schon häufiger zuschauen. Köln-Koblenz. Ja, das wär's. Das wäre richtig toll. Was ich auch glaube, ist, dass Skyhook Games 187 auch nicht mehr allzu weit entfernt ist. Man kann jetzt mittlerweile schon die Achievements sehen. Bei Steam, was also schon mal bedeutet, dass vermutlich ziemlich viel an Arbeit bereits schon erledigt worden ist, weil Achievements ja tendenziell eher sowas mit Gameplay zu tun haben. Und die Gameplay-Aspekte kommen bei Log-Add-ons eher zum Schluss. Also die ganzen Szenarien und Timetable und was auch immer, das ist dann so, das lässt einer der letzteren Schritte, die dann noch dran kommen, weil als erstes geht es um das 3D-Modell des Fahrzeugs, beziehungsweise erstmal geht es um Recherche dazu, dann muss erstmal das 3D-Modell geschaffen werden mit all den Animationen und so weiter und so fort. Dann geht es irgendwann ans Texturieren und dann muss man das Ganze noch zum Laufen bringen. Und das ist das, was, glaube ich, einfach gerade dieser letzte Schritt, aber auch vermutlich die Recherche an sich, es nimmt halt einfach extremst viel Zeit in Anspruch. Also auf jeden Fall jetzt sehr gespannt, was das heißt für die Baureihe 187, auf die ich mich sehr freue. Die kommt dann für die Schnellfahrstrecke Köln-Aachen. So, wir dürfen 230 fahren. Was auch zu der 187 zu sagen ist, wir wissen ja gar nicht, was für Waggons mit der 187 kommen. Welche Güterwaggons mit dazukommen. Es müssen ja welche mit dazukommen, denn auf Köln-Aachen sind ja von sich aus keine Güterzüge mit dabei. Heißt also, die Strecke an sich hat keine Güterzugwaggons, weshalb Skyhook Games definitiv welche mitliefern muss. Frage ist natürlich, wird da irgendwas recycelt, was vielleicht schon im Spiel ist? Was ich nicht hoffe. Ja, das war jetzt bei Dresden-Riesa und Hamburg-Lübeck ja der Fall, dass da ja nur recyceltes Material verwendet wurde. Oder haben die auch tatsächlich neue Güterwaggons gebaut, was ich extremst hoffe, weil der Güterverkehr ist ein bisschen in letzter Zeit, was deutsche Add-ons angeht, in Vergessenheit geraten, so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Klar, Personenverkehr interessiert mehr Leute, interessiert mich persönlich auch mehr, aber so schönen Güterverkehr
Jetzt haben wir ja bald eine richtig schöne, tolle Lok für den Güterverkehr mit der 187. Da gehören dann auch ein paar neue, coole Wagen mit dazu. Zumindest eine Bauart an Wagen wäre ganz nice. Keine Ahnung, Rungenwagen vielleicht. Gibt es ja, glaube ich, nicht. Wobei, gibt es schon, aber nur als Schmalspur für Arosa. Das sind, glaube ich, Rungenwagen. So, noch 29 Kilometer. Ah, guck mal, da kommt der Kollege vorbei. Oder die Kollegin. Ja, die Kollegin, das ist Lisa. Hi, Lisa. Geschoben von der 112. Hey. Da hat es gerade ordentlich geruckelt. Das war auch gerade ein heftiger Ruckler. Was ist das? Cool. Können wir mal die FPS einblenden? Ja, 43, 44, 44. Na gut, interessant wird es natürlich gleich dann eher so in Augsburg, wie das Ganze dann aussieht. Wir sind ja jetzt auf freier Strecke, wobei wir immer mit ganzen 230 km/h hier lang fahren, von daher auch nicht zu vernachlässigen. Jetzt kommt ein Zug vorbei, mal schauen, wie die FPS aussehen. 40, 39, ja, das ist okay, würde ich sagen. Damit kann man leben. Also, da habe ich ja überhaupt nichts dagegen, so mit 40 FPS hier so durch die Gegend zu touren. Finde ich super. Also, vorhin dachte ich wirklich kurz, das Spiel ist abgestürzt. Das war ja so heftig, dieser Nachladeruckler. So, jetzt sind wir nur noch bei 30, ja. Oh. Da wurde die Lok nicht geladen. Oh, da kommt uns schon der nächste ICE entgegen. Wow. Ja, die 185 Grad, die so ein bisschen reingesprungen ist ins Spiel. Das Repaint gibt es auch im Razem Forum. Km Kilometer noch bis Augsburg. Das Signal ist weiterhin grün.
Dürfen wir eigentlich nirgendwo schneller als 230 fahren? Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, man kann hier etwas mehr fahren. Aber das kann man offensichtlich nicht. Wen überholen wir denn da gleich fliegend? Nur 12 Kilometer noch bis nach Augsburg. Also man sieht die Strecke ist schon. Ich finde die Strecke sehr schön. Die ist liebevoll gestaltet. Ein paar Details lassen sich erkennen. Die Gleisführung ist schön. Wir haben eine Kurvenüberhöhung. Es lässt sich einfach viel machen. Wow, es ist so viel los. Ja, und was natürlich halt eben auch dazu gehört, ist, dass man so ein super tolles Szenario dann so hat, das man spielen kann. Was natürlich auch sehr cool wäre, das wäre, wenn die neuen Belichtungseinstellungen und Methoden, die es bei Dresden-Riesa ja gab, wenn die auch irgendwann auf München-Augsburg noch ja, kommen würden. Oh, wir sind ein bisschen zu schnell. Eieieiei. Das ist halt die Sache, ne, wenn man ohne LZB fährt. So, die Ankündigung auf 90 kommt gleich. Aha. Aha. Da ist sie auch schon. Und nur noch 2 Kilometer bis Augsburg. So, ab
hier vorne gelten dann gleich 90 und wir haben halt zu erwarten. Wenn wir natürlich auf PZB wachsam drücken, ist klar. Hier haben wir auch einiges rumstehen offensichtlich. Ups, ups, naja, nicht beschleunigen. Das wollte ich nicht. So, turn off. Dann gucken wir uns nochmal hier um. Also hier sind wir angekommen in Augsburg. Hier vorne steht wohl der München-Nürnberg-Express, was auch immer er in Augsburg macht. Nein, das war eigentlich ein Intercity. Und da habe ich selbst das Repaint ausgetauscht, sodass jetzt hier praktisch dieses München-Nürnberg-Repaint damit dabei ist. Auch wenn es nicht das Repaint ist, das ich eigentlich nehmen wollte, merke ich gerade. Aber ist auch egal. Es erfüllt seinen Sinn und Zweck. Hier vorne die 101. Was haben wir noch? 112 steht hier. 112, 123. Gibt es hier noch irgendwas? Irgendwo müsste noch eine 185 sein, aber keine Ahnung, wo die jetzt geblieben ist. Ist auch egal. Hier sind so viele Gleise, Wahnsinn. Hier könnte man ja so viel machen mit Güterzügen und hin und her rangieren und alles. Ha. Wow, das ist so viel an Gleis. Ja, so kann man das gar nicht sehen. So, leider kommen wir nicht höher. Wow. Muss ich das mal angucken? Für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aber sagen wir mal 30 Pi mal Daumen. In etwa. Jawohl. Ach, ich habe die Türen gar nicht aufgemacht. Türen entriegeln, hä? Muss ich sie links aufmachen? Okay, aus welchen Gründen auch immer. So ist ja auch egal. Wir sind ja eh jetzt mittlerweile angekommen und können dann unserem Kollegen oder unserer Kollegin die Aufgabe betreuen. Mit der Aufgabe betreuen, sich um die Tür zu kümmern. Türstörungen interessieren uns nicht mehr. Wir haben Feierabend. Ich danke euch fürs Zusehen. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.